Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fenster.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Da gucken wir uns jetzt mal die Bilder aus der Runde 49 an. Da sehen wir es dann hier. Das war ja der Zeitpunkt, wo das Virtual Safety Car draußen war und er dann auch George Russell gefunkt hat, dass er nicht glaube, dass er mit dem Reifen durchfahren kann. Das war aber übrigens noch ein Boxenstopp vorher. Das kam ja dann erst im Safety Car. Jedenfalls, das war ja der Boxenstopp von Lewis Hamilton. Das war der Doppelboxenstopp, den man da gemacht hat. Dann brauchen wir uns noch die Bilder aus der Runde 60, bitte, und 61, 63 und 66. Und dann gab es ja später dann die Safety-Car-Phase, die gucken wir uns gleich mal noch an. Hast du die Entscheidung, Marco, dass Mercedes auf den Doppelboxenstopp gegangen ist, für richtig empfunden, weil man vielleicht dadurch als mögliche Fragestellung den Sieg weggeworfen hat? Nein, den Sieg weggeworfen nicht. Ich denke mal, das war die Strategie, weil Zeit genug war ja da, das zu planen im Prinzip und für Hamilton war die Entscheidung da. Die Entscheidung war anders für Russell, aber die hat er letztendlich selber getroffen, weil er also den Funkspruch bekommen hat. Hat er eigentlich dann gefordert, auf die Soft zu gehen und nicht auf die Medium wie Hamilton. Und das war letztendlich entscheidend, um am Hamilton vorbeizugehen und da aufs Podium zu fahren. Da könnte man, wie ich vorhin gesagt habe, eher in die Richtung gehen, wäre es bei Ferrari passiert, dann hätten sie wieder alle gesagt, das war ein Strategiefehler. Im Nachhinein ist man schlauer und bei Hamilton war man jetzt schlauer, dass man ihn hätte besser auch auf Soft gesetzt. Aber die Entscheidung fiel eben und die war früh genug, weil er die Entscheidung ja hatte, dann da auf die Medium zu gehen. Aber Russell hatte das genauso, was mich gewundert hat, dass sie das hinbekommen haben, weil er war ja dann auch schon im Eingang der Boxengasse, als er den Call bekommen hat. Wir gucken uns die Bilder mal an. Wir gucken uns die Bilder auch mal an, wenn du ja ohnehin auch gerade erzählst. Also wir gucken uns mal die Runde 60 an. Das war ja der Zeitpunkt, wo dann halt eben das Safety Car dann zu Ende war. Und du hast es ja gerade schon eben ja auch kurz angedeutet, dass es recht kurz auch war. War das also die Entscheidung von George Russell selber, dass er reinkommen wollte? Ohnehin war er schon... Ja, so kam es rüber. Er hat am Funk gesagt, dass er es soft haben wollte und hat mich aber gewundert, dass man auf diese Schnelle da im Prinzip alles parat hatte, weil der kam ja direkt hintereinander rein. Also Hamilton war ja wirklich ein paar Sekunden nur weg und dass es überhaupt so bei so einer Mannschaft funktioniert, dass sie da zwei Autos so schnell abfertigen, das ist schon ein eingespieltes Team da alles. Und vier Reifen sogar auch, ne? Und vier Reifen jeweils. Die waren alle da. An der richtigen Stelle ja, auch noch. Acht im Prinzip da, weil ich sage ja, das wundert mich, weil ich denke mal, dass sie vielleicht eigentlich Medium da parat hatten und eher Soft gefordert hat. Oder man hat gesagt, wir fahren zweigleisig, wir verschiedene Dinge ausprobieren. Okay, bei einem funktioniert das. Hätte natürlich auch andersrum sein können, es hätte bei Hamilton funktioniert. Dann wäre er weiterhin guter Laune gewesen, wie er nach dem anderen Boxenstopp am Anfang war. Da war er echt gut drauf und hat gesagt, ja Jungs, wir rocken das hier. Gut, die Laune war hinterher weg, aber es hätte auch andersrum sein können, dass er mit dem Medium vielleicht besser dran ist. Aber der Soft für die Rundenanzahl war dann eigentlich schon die bessere Wahl und war der schnellere Reifen. Dann können wir uns die Bilder nochmal angucken. Dann war eben die Safety-Car-Phase zu Ende und das Motto quasi eben für Max Verstappen, wir sehen hier auch schon, war sehr dicht dran an Lewis Hamilton. Hat da Lewis Hamilton, Marco, da so ein bisschen gepennt? Ja, was heißt gepennt? Gepennt würde ich nicht sagen. Restart ist ein Restart, wenn du den machst. Aber eigentlich, wenn man weiß, dass da der Honda oder dass der Red Bull dort ein bisschen überlegen ist. Also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber er wird sich heute auch fragen, warum habe ich da einen Restart aus der vorletzten Kurve raus überhaupt gemacht, denn damit war er eigentlich chancenlos. Das heißt, Verstappen hat eigentlich die Chance genutzt, im Windschatten mitzufahren, dann rauszuziehen und richtig zu attackieren. Hamilton hat zwar nach rechts zugemacht, dass er ihn nach außen gedrängt hat, aber im Prinzip war Max dann ja schon wieder auf der Bremse auch richtig vorbei. Das heißt, das Zumachen nach rechts war ja jetzt nicht die Tür zu machen für die Kurve. Das hat er zwar damit versucht, er hat ihn versucht, auf die falsche Linie, auf die falsche Fährte zu locken nach außen, aber da war der Max ja schon längst weg. Die Problematik ist, die Hamilton damit hatte,
warum macht er so früh den Restart? Das ist natürlich meistens so, aber wenn ich doch weiß, dass ich da eigentlich ein Handicap habe, dann frage ich mich, warum man das nicht mal so weit zieht und eigentlich wirklich bis kurz vor die Linie wartet und bis dahin seine 60 km/h fährt und dann voll beschleunigt, irgendwo im Bereich Eingang Boxengasse. Denn dann wäre die Distanz so kurz gewesen, da wären Verstappen niemals vorbeigefahren. Wann er dann wieder mit DRS vorbeigekommen wäre in der nächsten Runde oder so auf der Geraden, ist eine andere Geschichte. Aber sich sofort überrumpeln lassen, das war fast vorprogrammiert. Also dafür hat er den Restart viel zu früh gesetzt bei der Streckencharakteristik. Da hätte er länger warten sollen. Dann hätte er das, wie gesagt, eingangs Boxengasse gemacht. Wäre ja gar nicht mehr die Länge der Gerade da gewesen. Man muss ja sehen, wie lange hat Max gebraucht, bis er daneben war mit dem Schwung. Also das hätte für Hamilton locker gereicht, als Führender in die erste Kurve zu gehen. Aber es blieb ja nicht nur bei Max Verstappen, sondern es kam ja dann auch noch prompt sein Teamkollege noch um die Ecke. Das hat ja so ein bisschen das Fass ja auch, könnte man fast sagen, zum Überlaufen gebracht. Runde 63 war das Ganze nämlich. Sehen wir es hier, das dann auch. Und dazu war noch eins, wir haben ja auch gehört, dass er wahrscheinlich sich irgendwo ein bisschen verzockt hat oder vertan hat, dass er nicht das richtige Mapping früh genug geschaltet hat für den Restart. Das heißt, die Autos sind ja so modern. Das kenne ich aus Le Mans, wenn wir eine Safety-Car-Phase hatten, dann haben wir gleich einen Call gekriegt vom Ingenieur, mussten ein gewisses Safety-Car-Mapping, wo Sprit gespart wird, wo alles ein bisschen anders läuft für den Motor, für die Temperaturen etc., um überhaupt so eine Safety-Car-Phase zu überstehen, weil bei uns im Langstreckensport oder bei Audi war es immer so, dass die wirklich dann sich die Haare gerauft haben, wenn eine Safety-Car-Phase kam, weil die Autos einfach für Vollgas gemacht waren. Und eine Safety-Car-Phase, nämlich langsam fahren, nicht bei Vollgas, du musst bei Vollgas eigentlich schalten, darauf ist das oder dafür ist das Auto und das Getriebe gebaut. Wenn du jetzt bei Teillast schaltest, dann machst du eigentlich das Getriebe schon kaputt. Das kann jetzt, ich bin nicht drin, aber es kann eh nicht sein bei der Formel 1, deswegen, sie schalten ein anderes Mapping, da wird sich einiges ändern, wegen dem Motor, vielleicht auch mit Getriebe. Und da haben wir ja gehört, dass er da auch zu spät dran war. Das heißt, da hat er zwei Fehler gemacht, beziehungsweise das war eine Kombination. Daraus her hat er den Speed dann wahrscheinlich nicht gehabt auf der Geraden, was Max erlaubte, um daneben zu fahren und ihn zu überholen. Es gab ja dann noch die Diskussion, da hat der Max ein bisschen früh überholt. Nein, er hat das genau getimt, denn jetzt haben wir das Reglement nicht vorliegen, aber aus meinen Rennen weiß ich von Zandvoort, dass Start und Ziellinie nicht dasselbe ist. Die Ziellinie liegt ein paar Meter vor der Startlinie und er hat da alles richtig gemacht, hat es auf den Punkt gebracht, denn man hat ja immer gesehen, weil die haben auch diskutiert bei RTL, Heiko Wasserler und Christian Danner, ob er da nicht leicht davor war. Und das war er an der Startlinie. Aber die Ziel- und die Timinglinie, die liegt 50 Meter weiter vorher. Er hat absolut auf den Punkt gebracht und alles richtig gemacht und deswegen haben wir da auch nichts mehr von gehört. Denn der eine oder andere hat gesagt, naja, das führt bestimmt dazu, dass man das Ganze nochmal untersucht, ob Max da nicht zu früh dran war. Und dann gab es schon wieder ja, teilweise Spekulationen oder Gerede nach dem Motto, ja, das werden sie in Holland nicht machen. Also das ist die FIA, das ist nicht Holland und der Veranstalter in Zandvoort, sondern da regiert die FIA. Und wenn er da einen Fehler macht, dann nehmen die ihm auch einen Sieg in Zandvoort weg, auch wenn es eine Riesenshow war. Dann kommen wir jetzt nochmal zur Runde 63 eben. Dann kam ja das nächste, nachdem Platz 1 ja dann futsch war, kam dann auch ja George Russell auf den Softreifen rangeschossen. Wir sehen wir ja dann auch hier, es war schon dann die 64. Runde und dann war auch er weg oder an Hamilton vielmehr vorbei. Und bei allem Übel kam dann auch noch in der 66. Runde ja dann auch noch Charles Leclerc da um die Ecke und dann war das Drama so ein bisschen perfekt, kann man sagen. Aus 1 wurde dann schlussendlich Platz 4. Es gab dann ja auch den Funkspruch von Lewis Hamilton, mal auf Deutsch: Ich kann nicht glauben, wie sehr ihr mich in die Scheiße geritten habt. Sehen wir ja dann auch hier. Und im Englischen: I can't believe how much you guys fucked me, hat er gesagt. Man hat ja das fucked ja dann auch zensiert. Das hat man ja auch dann nicht gehört entsprechend. Jetzt wenn wir mal so einen Sprung machen, er hat sich ja dann auch entschuldigt. Wir gucken natürlich auch nochmal, was er nach dem Rennen gesagt hat. Ich entschuldige mich beim Team. Ich weiß nicht einmal mehr, was ich gesagt habe. Es war, als hätte ich für eine Sekunde den Verstand verloren. Sie wissen aber, dass es nur viel Leidenschaft ist.
Und als zweites noch hinterher, wir sind hierher gekommen und hatten mit dem letzten Rennen zu kämpfen. Heute haben wir gegen die Red Bulls gekämpft. An vielen Stellen waren wir sogar schneller als die meisten anderen. Jacques Villeneuve, wir hatten es mal vor der Sendung ganz kurz, bin ich sehr gespannt dann gleich mal auf deine Meinung. Der hat sich ja auch geäußert, und zwar nämlich in der Kolumne und seiner Kolumne bei Formula1.com. Und da sieht er einerseits den Frust von Lewis Hamilton ganz woanders, eben das ist ja auch die Fragestellung unseres Themas, dazu kommen wir ja auch gleich, und findet auch das Verhalten er sieht es, er war sehr aggressiv, fast schon beleidigend, hat Folgendes gesagt: Das gehört sich nicht für einen Champion. Nach allem, was das Team für ihn getan hat, sollte man nicht so mit ihnen sprechen. George Russell entwickelt sich schnell zum Anführer des Teams. Er hat selbst die Entscheidung getroffen, auf die weichen Reifen zu wechseln. Das hätte Hamilton mit all seiner Erfahrung und seinen Titeln auch tun können. Jetzt erstmal so die erste Frage: Was hältst du von dem Funkspruch von Lewis Hamilton? War das wirklich zu aggressiv und auch vielleicht teilweise schon ein bisschen beleidigend? Und was hältst du von den Worten von Jacques Villeneuve? Also Hamilton, da ist so viel Adrenalin im Spiel und ist ja jetzt lustig, dass er sich da jetzt so artikuliert und sich dann entschuldigen muss, weil er ja ein Rennen davor in Spa sich noch aufgeregt hat über seinen Kollegen Alonso. Also da kann er jetzt, denke ich mal, er hat ja auch die Entschuldigung angenommen. Es gab ja eine schöne Mercedes-Mütze für Alonso, aber ich glaube, er kann das jetzt nachvollziehen, wie schnell mal wieder im Cockpit auch sowas ausgesprochen ist. Da ist viel Adrenalin im Spiel. Es kann sich ja kaum einer da reinversetzen, was das heißt, so ein heutiges Formel-1-Auto zu fahren, was hier oben in der Maschinerie los ist, so ein Auto zu bewegen, wie das alles an dir vorbeifliegt, was da alles passiert, wie schnell das ist, was du verarbeiten musst im Kopf und mit dem Auge. Und da hast du natürlich jetzt, also ich will nicht sagen, dass du da überhaupt keine Zeit mehr hast zu überlegen, aber sowas ist dann für solche Sprüche, da wird nicht überlegt, da ist Adrenalin im Spiel und in dem Moment sagt er einfach mal, was er denkt. Und das finde ich eigentlich gut, das habe ich in der letzten Sendung schon mal gemacht oder gesagt. Da bin ich eigentlich Freund von, dass man mal wieder ein bisschen Tacheles redet. Und mein Gott, dann schüttet er da mal sein Herz aus und war ziemlich heftig. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt so hochhängen muss, dass das ein großes Problem ist. Also ich finde es gut, dass man mal ein bisschen reingucken kann in die Jungs, was die da auch fühlen und spüren und denken in dem Moment und denen entsprechend einfach mal auch ihren Frust auch mal freien Lauf lassen. Ist ja schön, dass sie dann nicht nur anfangen und sagen, ja, da hat mich aber einer der FahrerInnen behindert oder was auch immer oder was macht. Das wär's doch mal noch. GenderInnen jetzt mit uns. Nee, da wollen wir doch nicht hin. Also, ich sag mal, da schönes Thema für nächste Woche, Marco. Wir sprechen doch nächste Woche einfach mal über Scandern. Da haben wir richtig gleich mal ein Diskussionsthema. Nein, können wir die ganze Sendung mitfüllen. Wäre doch lustig, oder? Nein, bitte nicht. Und deswegen, ich finde das gut, wenn der einer mal sagt, was er denkt. Und der Motorsport ist sowieso über die letzten, ja, ich sag mal jetzt 20 Jahre, aber es ist doch ziemlich extrem geworden. Wir haben doch früher Typen gehabt. Die Autos, die ich fahre, da haben doch Typen drin gesessen. James Hunt, der lief barfuß und mit einem T-Shirt durchs Fahrerlager und hatte eine Dose Bier in der Hand direkt nach dem Rennen und hat geschmückt, hat geraucht wie ein Schlot. Das waren Typen und heute sind die alle irgendwo allblatt. Hamilton natürlich nicht, aber das ist auch wieder eine andere Seite. Also wenn die Teletubby-Abteilung da reinkommt ins Fahrerlager, kann man auch denken, was man will, findet vielleicht auch nicht jeder gut. Aber ich sag mal, früher waren es wirklich noch Typen und die haben auch gesagt, was sie denken und die haben noch auch mal Gas gegeben neben der Strecke. Und das ist heute alles so allblatt geworden. Gerade die Thematik, was darf ich sagen? Ich habe das ja selber durch. Da hast du, du siehst ja, warum sind die immer mit ihren Sprechgeräten da, weil die denen genau hinterher darlegen wollen und können, was er, der Einzelne, gesagt hat. Und wenn da was Falsches dabei war, hat er ein Problem. Der kann nicht alles sagen, was er denkt im Interview. Das ist einfach nicht mehr die Zeit. Und das finde ich schade und deswegen finde ich es gut, wenn da auch mal einer sagt, was er denkt, wenn wir mal wieder ein bisschen zurückkommen zu dem Thema und nicht immer so Eiertänze da machen mit dem, was gesagt wird, wenn das beschissenste Wochenende war auf gut Deutsch und man dann sagt, ja, so schlecht war das dieses Wochenende nicht, vielleicht haben wir uns da ein bisschen mit der Technik verrannt und nächstes Mal wird das wieder alles besser. Weil es ist alles so ein schön Gerede, aber ich glaube, das andere gefällt mir besser.
Kommen wir nochmal zum Thema Villeneuve. Zu den Expertinnen, wenn wir da mal kurz drüber sprechen. Ich musste mir gerade irgendwie überlegen, wie ich das irgendwie mit einbauen kann. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was ist deine Meinung zu Jacques Villeneuve? Ich meine, da muss ich jetzt einfach, wenn ich es mit einem Satz sagen sollte, dann würde ich sagen, er muss doch ruhig sein. Weil ich meine, er packt ja permanent aus und zieht über irgendwelche Fahrer oder Leute her. Und gibt da seine Meinung preis, finde ich ja auch gut, aber dass er sich jetzt dazu meldet und sagt, das ist übertrieben, ich meine, er kennt es doch selber, er hat doch lang genug da drin gesessen und kann das doch eigentlich nachvollziehen, was in so einem Moment abgeht. Sie haben sich beide entschuldigt, sprechen wir von der Alonso-Geschichte, über seine Worte in dem Moment, aber ja, fand ich doch auch gut, dass er mal gesagt hat, ja, der ist doch nur in der Lage, vorne wegzufahren, da hat doch einer mal frei rausgesprochen, was er denkt. Generell mal auch die Frage, Frage unseres zweiten Themas war, aber glaubst du, dass George Russell so die Wachablösung ist für Lewis Hamilton oder wie wir es so ein bisschen provokant formuliert haben, ist George Russell Hamiltons Untergang? Ja, vielleicht eher das Erste, also Wachablösung. Ich denke mal, dass wir Hamilton noch lange genug in der Formel 1 sehen, sei denn er ist jetzt irgendwann so gefrustet, dass er das Handtuch schmeißt und sagt, ich möchte nicht mehr, Vertrag hin oder her. Aber das Handtuch wird er nicht schmeißen, denke ich mal so schnell. Ja, aber es kommt eine neue Generation und man sieht natürlich schon, dass die Jungen da Druck machen. Also jetzt gerade im Thema Russell, hat eine gute Schule durchlaufen bei Williams. Ist auf einem guten Niveau, hat jetzt ein gutes Auto und kann zeigen, was er kann. Denkt mit im Rennen, hat eben selber für den Stopp gefordert, dass er die Softreifen bekommt und hat damit den entscheidenden Schritt gemacht, aufs Podium zu gehen. Und Hamilton war letztendlich derjenige unter den Ersten, der überhaupt als einziger mit einem Mediumreifen dann fuhr. Also wie gesagt, man kann, auch das hat wieder zwei Medaillen. Er könnte selber sagen, die Erfahrung könnte man haben, dass man das wie Russell selber als Fahrer fordert. Auf der anderen Seite steht so eine Menge Team hinter dir in Form von Strategieabteilung, die da schon wissen, welchen Reifen sie dir drauf tun sollten. Und in dem Sinne verlässt du dich als Fahrer natürlich auch bei der Größe des Teams darauf. Aber wir haben gesehen, dass es im Prinzip eine Fehlentscheidung war. Also wie vorhin schon mal gesagt, hätte den Schritt Ferrari gemacht, wäre das wieder der nächste Punkt gewesen, wo man Ferrari oder Binotto natürlich hochhängt und denen das wieder hoch ankreidet. Aber du siehst, keiner ist fehlerfrei. Jeder macht dann Fehler und man kommt nicht nur positiv durch. Ja. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.